Das Spitzenspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga fand dieses Mal in Grimmas Muldenhölle statt. Vor 340 Zuschauern wollte das Team von Trainer Rocco Munari auch das Rückspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Straubing gewinnen. Für dieses Vorhaben ist Grimmas Anhang immer zu haben und steht zumindest in eigener Halle immer hinter seiner Mannschaft. Noch kein Heimspiel haben die Multistädterinnen in dieser Saison in diesem Hexenkessel verloren. Und so wurde Sieg Nummer 7 in diesem angepeilt. Auch wenn Grimma diverse Krankheitssorgen plagen, warfen sie sich wie gewohnt ins Spiel. So gestaltete sich eine abwechslungsreiche Begegnung, bei der sich anfangs keine Mannschaft so recht absetzen konnte. Auch wenn Grimma zur ersten technischen Auszeit mit 3 Punkten hinten lag, versuchte man am Bundesliga-Absteiger dran zu bleiben. Dies gelang nur stellenweise, denn Straubing konterte immer wieder mit Angriffshärte und guter Blockarbeit. Auch Auswechslungen auf Grimmas Seite halfen nicht dabei, den ersten Satz an die Mulde zu holen. Und so sicherten sich die Damen aus Straubing bei eigenem Aufschlag den ersten Satz. Mit 25:21 ging dieser nur knapp an das Team aus der Donaustadt. Grimma, die sich im zweiten Satz den ersten Ball sicherten, setzten sich in den folgenden Minuten Stück für Stück vom Gegner ab. Dabei gaben die Mädels von Trainer Andreas Uhrmann keinesfalls auf und blieben an den Muldestädterinnen immer dran. Erst ab der zweiten technischen Auszeit können sich die Grimmerinnen dann so recht absetzen und ihren Vorsprung bis auf 9 Zähler ausbauen. Dabei bringen Schemel, Stöckmann und Schröder ihre Aufschläge gefährlich im gegnerischen Spielfeld unter. Auch wenn Grimma erst im dritten Anlauf die Chance zum Satzgewinn nutzt, die Halle steht nun voll und ganz hinter ihrem Team. Nach 23 Spielminuten geht dieser Satz mit 25:18 nach Grimma. Im dritten Satz hinkt dann der Gastgeber wieder hinterher. Kann aufholen, ausgleichen, aber vorerst nicht die Führung übernehmen. Straubing lässt nicht locker, doch müssen sie Grimma später ziehen lassen. Einmal in Führung wird diese gehalten. Letztendlich ging auch dieser Satz mit 25:21 nach Grimma. 2:1 führte nun der Gastgeber und die Hoffnung, dass Grimma dieses Spiel siegreich gestalten könnte, machte die Runde. Doch musste man am Anfang des vierten Satzes das Schlimmste befürchten. Straubing drehte den Spieß um und beherrschte das Spielgeschehen. Mit 7 Punkten Vorsprung führten sie zur ersten Auszeit. Grimma tat sich schwer, seinem Gegner zu folgen, doch konnten sie besonders durch Punkte von Nora Ebert und durch gute Blockarbeit den Abstand Stück für Stück verkürzen. Zum Leidwesen des Gästeanhangs übernahm Grimma dann doch noch die Führung. Zweimal schaffte Straubing noch den Ausgleich, bevor sie dann auch noch Grimma 3 Satzbälle abnahmen. Beim 24:24 Gleichstand schlug Grimmas Steffi Kuhn den Gästeblock an und brachte den Heimsechser dadurch erneut in Vorderhand. Und beim Aufschlag von Christine Stöckmann setzte sich letztendlich der Heimsechser durch. Annika Beuns Schmetterschlag kann Carina Aulenbrock nicht unter Kontrolle bringen, was Grimma das 26:24 brachte. Mit 3:1 gewinnen Grimmas Damen auch dieses Heimspiel und bleiben in eigener Halle weiterhin ungeschlagen. Durch diesen Sieg haben sich die Muldestädterinnen auf den 2. Tabellenplatz vorgeschoben und müssen diesen gleich am Sonnabend, dem 25. Februar, gegen den 3. den VC Offenburg verteidigen.